Uns an der Willy-Brandt-Schule liegt die Sicherheit aller Menschen, die an dieser Schule leben und arbeiten, am Herzen. Besonders auf gefährliche Situationen, wie zum Beispiel einen Brandfall, sollten wir alle vorbereitet sein. Aus diesem Grund sollten sich alle Menschen an der WBS dieses Video ansehen, die in diesem Video gezeigten Informationen und Instruktionen beherzigen und befolgen. Worauf müssen wir also alle achten? Zum einen sollen alle darauf achten, dass die Gänge leer und frei sind. Sie sind im Notfall Fluchtwege. Auch Notausgänge sollten stets freigehalten werden. Nichts sollte sie versperren. Kabel sollten keine Stolperfallen darstellen. Dekorationen sollen zum einen möglichst feuerfest sein, zum anderen nicht störend im Raum herumstehen. Ein Platz an der Wand oder auf der Fensterbank sind okay. In jedem für Unterricht genutzten Raum befindet sich ein Blatt mit Informationen zum Verhalten im Brandfall, einer Beschreibung des Fluchtweges und einem Plan, auf dem der zum Raum gehörige Aufstellplatz rot markiert ist. Diese Informationen sollte jede Person gelesen haben. Sollte in einem Raum, in dem Unterricht stattfindet, dieser Plan nicht vorhanden sein, informiert die erste Person, die dies bemerkt, das Sekretariat oder den Brandschutzbeauftragten. Falls im Notfall per Durchsage zum Verlassen des Gebäudes aufgerufen wird, gilt auf jeden Fall erstmal keine Panik. Das führt zu nichts. Stattdessen sind die Fenster zu schließen und natürlich auch die Oberlichter zu schließen. Die Lehrkraft oder der Klassenbuchdienst nimmt das Klassenbuch mit. Alle Schülerinnen und Schüler stellen sich in Zweierreihen auf, lassen ihre Sachen liegen. Gegebenenfalls vergewissert sich die Lehrkraft auf dem Informationsblatt nochmals zu Fluchtweg und Lage des Aufstellplatzes. Jemand muss vorsichtig die Tür öffnen und überprüfen, ob der Flur brand- und rauchfrei ist. Sollte dies nicht der Fall sein, einen alternativen Fluchtweg, wie zum Beispiel eine Nottreppe, benutzen. Falls alles rauchfrei ist, langsam und immer noch in Zweierreihen dem Fluchtweg folgen. Auf dem Hof angekommen, den Aufstellplatz aufsuchen und sich dort mit den Gesichtern der Pfeilspitze entgegen aufstellen. Jetzt die anwesenden Personen durchzählen und dann mit Hilfe des Klassenbuchs überprüfen, wer fehlt und wer noch im Gebäude sein könnte. Die Lehrkräfte, die mit ihrer Gruppe an den drei Aufstellmarkierungen stehen, die dem Schild Sammelplatz am nächsten sind, sind für den Hof verantwortlich, auf dem sie stehen. Ihnen ist mitzuteilen, dass die Gruppen auf dem Hof vollständig sind oder ob jemand vermisst wird, also noch im Gebäude sein könnte. Die Verantwortlichen geben diese Informationen dann an den Brandschutzbeauftragten, die Schulleitung oder die Feuerwehr weiter. Bei Eintreffen der Feuerwehr über die Zufahrten ist in Ruhe und in Zweierreihen Platz zu schaffen für die Fahrzeuge. Auf jedem Hof halten sich Mitglieder des Schulsanitätsdienstes auf. Verletzte Personen sind in deren Obhut zu übergeben. Personen, die sich während eines Alarms in der Mensa aufhalten, bewahren Ruhe und verlassen die Mensa geordnet durch die Tür links herum und werden dann gebeten, sich auf dem Gehweg vor der Turnhalle aufzustellen. Bei einem Alarm in der Turnhalle dient die Wiese zwischen Turnhalle und Kindergarten als Aufstell- und Evakuierungsplatz. Personen, vor allem Lehrer, die sich zum Zeitpunkt eines Alarms in einem Raum ohne Brandschutzinformation aufhalten, werden gebeten, das Gebäude über die durch Schilder ausgewiesenen Fluchtwege zu verlassen und auf den Höfen beim Beaufsichtigen und Ordnen der Gruppen mitzuhelfen. Um selber einen Brand zu melden, sind die blauen Hausalarmknöpfe da. Sollte ein Treppenhaus verraucht sein, so ist der Rauchabzug auszulösen. Sollte ein eigener Löschversuch unternommen werden, so sind in unserem Hause Feuerlöscher zu finden. Dazu sollte das Feuer möglichst noch klein genug sein. Es gilt, mit dem Wind im Rücken langsam an das Feuer herantreten. Vorsicht, es kann eine Stichflamme entstehen. Sind die Flammen kleiner,
näher herantreten und das Feuer endgültig löschen. Dies war die Demonstration der Löschung eines Eimerbrandes. In der Küche hängen Feuerlöscher für normale und Fettbrände. Im Falle eines Fettbrandes muss der Feuerlöscher mit A und F benutzt werden. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, hoffen Sie gut informiert zu haben. Im Falle von Fragen oder Vorschlägen kontaktieren Sie bitte den Brandschutzbeauftragten oder die Schule.